Karinthischer Sommer 1980. Österreich 1 bringt die Teilwiedergabe eines Klavierabends mit Georges Ziffra, aufgenommen am 3. Juli 1980 in der Stiftskirche Ossiach. Sie hören Werke von Franz Liszt, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn Bartholdy und Camille Saint-Saëns. Zu Beginn spielt Georges Ziffra die Ballade Nummer 2 in H-Moll von Franz Liszt. Thank you.
Das war die Ballade Nummer 2 in H-Moll von Franz Liszt. Als nächstes hören Sie drei Walzer von Frédéric Chopin. Den Walzer in H-Moll, Opus 69, Nummer 2. Den Walzer in Astur, Opus 34, Nummer 1. Und den Walzer in Cis-Moll, Opus 64, Nummer 2. Thank you.
Georges Ziffer spielte drei Walzer von Frédéric Chopin. Als nächstes hören Sie Deux Chants Polonaises von Frédéric Chopin, für Klavier bearbeitet von Franz Liszt. Thank you.
Georges Ziffre spielte Deux Chants Polonaises von Frédéric Chopin, für Klavier bearbeitet von Franz Liszt. Sie hören nun drei Werke von Frédéric Chopin, und zwar zu Beginn Barcarolle, Opus 60. Thank you.
Barcarolle Opus 60 von Frédéric Chopin. Als nächstes Werk von Frédéric Chopin spielt nun Georges Ziffre Variation Brillante Opus 12. Thank you.
Das war Variation Brillante, Opus 12 von Frédéric Chopin. Hören Sie nun noch von Chopin das Scherzo Nummer 2 in B-Moll, Opus 31. Thank you.
Karinthischer Sommer 1980. Sie hören die Teilwiedergabe eines Klavierabends mit Georges Ziffer, aufgenommen am 3. Juli 1980 in der Stiftskirche Auxerre. Nach dem Scherzo Nummer 2 in P-Moll Opus 31 von Frédéric Chopin spielt nun Georges Ziffer Introduktion und Rondo Capriccioso Opus 14 von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Sie hörten Introduktion und Rondo Capriccioso Opus 14 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Als nächstes steht Vals impromptu von Franz Liszt auf dem Programm. Thank you.
Nach Vals en Propre von Franz Liszt hören Sie nun Etude en forme de valse aus Opus 52 von Camille Saint-Saëns.
Sie hörten Etude en forme de Vals aus Opus 52 von Camille Saint-Saëns. Zum Abschluss spielt Georges Ziffer die ungarische Rhapsodie Nummer 2 von Franz Liszt. Thank you.
Das Landesstudio Kärnten brachte die Teilwiedergabe eines Klavierabends mit Georges Ziffra, aufgenommen am 3. Juli 1980 in der Stiftskirche Ossiach. Zuletzt spielte Georges Ziffra die ungarische Rhapsodie Nummer 2 von Franz Liszt. Tontechnik Sepp Schweiger, Aufnahmeleitung Günther Antesberger. Karinthischer Sommer 1980.